Ach du Scheiße, ey. Alle drei einen Baum, den triffst du. Ja, aber ich fahre ja und hab die Bäume vor mir sicht. Ach so. Hallo und willkommen zurück bei Road to Eden. Sobo hat mir gerade meinen Inhalt des Rucksacks zurückgebracht, zum großen Teil. Hat aber leider irgendwo am Gate unser Auto stehen lassen müssen, aus folgenden Gründen. Guten Tag. Ja, die Sachen, die man einsetzt in so ein Auto, die nutzen sich mit der Zeit ab. Und genau, erste Gate freigekämpft, Auto hingestellt, zweite Gate aufgemacht. Reihe kämpft, wollt losfahren. Dililit, kaputt. Ja, tja. Jetzt steht das Auto da mit einem Schaden. Ich mach mir erstmal schnell nochmal einen Fledermaus mit Stacheldraht, dass ich nochmal ihn bei hab für die einfachen Kämpfe, die uns jetzt so bevorstehen. Stimmt. Und dann brauchen wir mal noch ein bisschen Klamotten und so, oder? Ja, unbedingt. Meine Weste ist fast hin. Na, wir müssen mal sehen, dass wir uns die Waffenbank hinstellen irgendwo. Haben wir eine Waffenbank? Nee, um das zu reparieren? Ja, kann man denn an der Waffenbank? Warum haben wir das noch nicht gemacht? Die habe ich schon gebaut, aber habe ich noch nicht hingestellt. Ach so, wo ist er? Okay, nee, jetzt nicht. Wir holen erstmal Auto. Okay, wir holen Auto. Komm, wir gehen Auto. 10.000 Liter Wasser drin. Geil, geil. Achso, und Essen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir unser Essen verteilt haben. Wir hatten ja so viele Sachen gebaut. Nee, wir haben nichts hier zu essen. Honig ein bisschen. Das esse ich gerade. Fleisch. Achso, das habe ich nicht gefunden. Fleisch haben wir noch. Das ist in der Speisekammer. Ja, da war kein Fleisch. Doch, da sind immer noch 5 Fleisch. Echt? Nee, ich hab Kebab bei. Und Dosen. Die nehme ich auch noch. Also Krankenhaus war ja ganz schön aufregend. Da möchte ich normal drin, aber... da möchten wir dann vorher schon einen Spawnpunkt in der Nähe haben. Das wäre ganz geil. Ja, so eine kleine Base in Zone 2 wäre vielleicht optimal. Vielleicht ziehen wir auch komplett um. Da machen wir uns jetzt hier Gedanken drüber, die Tage. Aber erstmal wollen wir gucken, dass wir unser Auto hier rettet bekommen. Wenn nochmal ein Auto. Oh. Ja. Wollen wir kurz eine Schweigeminute einlegen? Warum stellst du denn das neben eine Treppe? Nee. Ja, ich sehe doch. Flop. Haust du dreimal ruf, liegt nur noch ein Blutfleck da. Achso, Schrotflinte. Brauche ich auch noch eine neue. Ah, ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen rüsten und Gedanken machen, wie wir das Board für, also wie wir unsere, keine Ahnung, unsere Locations beibehalten, ob wir die Base hier abbauen und uns in Zone 2 komplett eine neue hinsetzen? Keine Ahnung. Ja. Weil die Wege, also das wird ja hier jetzt... Ja. Zone 1 ist nicht mehr so interessant. Ja, schon. Also ich gehe gerne überall lang und nochmal zu da oben, zum neben dem Gate in diese Zelte. Da haben wir ja immer ganz gut was gefunden. Das ist schon zum Looten immer ganz okay, aber Hauptaugenmerk wird natürlich jetzt erstmal auf Zone 2 entdecken gelegt. Und also brauchen wir da auch in der Nähe irgendwo einen Rückzugsort. Ja, aber da sind ganz schön böse und garstige Viecher. Das stimmt. Also so einfach nur eine Base mit ein paar Spikes wird da wahrscheinlich auch nicht reichen. Nee. Ich hatte auch doll Angst eben in dem Krankenhaus. Das war... Ja? Ja, du bist da einfach gestorben. Scheiß Granate. Ich bin durch deine Hände gestorben. Wie fast jeder Tod in diesem Spiel ist durch dich verursacht. Ich hätte ja überlebt. Dass die Granate in der oberen Etage mittig geworfen, dass die dich noch tötet. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ach, nee. Ja, wir holen erstmal das Auto zurück. Ich habe jetzt ein paar Utensilien bei, Koffer. Das sind die richtigen. Dann holen wir das Auto zurück und dann... Wenn jetzt die Utensilien, die du mitgenommen hast, nicht die richtigen sind, dann müssen wir wieder zurück. Also, Ena.
Du. Das In dem stimmt. Fall. Das war so durch drei, wie sagt man denn, dreimal der Wink mit dem Zaunfall. Also einer, also du. Sind bestimmt schon wieder alle da. Also Aber ist wir hier gehen noch noch nicht mal kurz in die gefallen. Zelte, vielleicht gucken denn mal, dass wir, vielleicht finde ich noch Schon mal wieder. eine Weste. Nur mal ganz kurz. Eigentlich müssten sie wieder respawned sein. Nee, so schnell nicht. So schnell nicht. 100%ig. Nee, hier ist keiner. Komm, gucken. Hab nicht so Irgendwo viel muss da ein Angst. Splitter sein. Ich bin geflohen vorhin. Da ist noch ein Splitter. Okay. Okay, guck mal ins Auto. Mit zugekniffenen Augen. Hoffentlich hat er alt dabei. Nein, ich will keinen Also. Priesten. Ja, war das richtig? Ja? Oh, Ja. super. Hast du schön gemacht. Eine Bakterie. Benzinfilter. Ja, die anderen Sachen sind auch was hin. Ach so, jetzt ist nicht so viel Platz. Nochmal Kraftstoff nach. Kann ich noch, was geht demnächst kaputt? Der komische Luftschlauch. Reparatur, Batteriereparatur. Okay, dann repariere ich einfach jetzt, was ich kann. Ja, macht es. Ist puff. Reparatur 1 ist jetzt Lichtmaschine, die habe ich jetzt nicht dabei. Scheinwerfer habe ich doch gerade repariert. Ach so, zwei Scheinwerfer. Okay, aber der wird jetzt wohl nicht fahren, wenn er bloß einen Scheinwerfer hat, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir brauchen noch einen Scheinwerfer und eine Lichtmaschine. Okay, das sollte nicht so böse sein. Ich fahre, habe ich den Wagen mal ein Stück zur Seite. Mach mal. Ah, jetzt fährt er wieder schön. Irgendwas hat gerade hier ruckelt. Das Krankenhaus war sehr aufregend, sehr laut und in der Nacht, glaube ich, nicht so geil. Nee, und ganz viele neue Geräusche, die wir so noch nicht kannten. Ich hab auch nicht geguckt, was das Jaulen war. Ich hab alles aus seiner Kiste rausgenommen, Arschbacken zusammen, gekniffen und über den Parkplatz gehechtet, drin ins Auto und los. Ich hab Hier da ist eine keine Ithaka Anstalten noch gemacht. drin, wenn du brauchst. Dann nimm mal mit. Ithaka-Schrotflinte. Können wir ins Auto packen. Fortgeschrittene Handwerksgegenstände gucke ich auch nochmal schnell nach. Eine Solarzelle, die nehmen wir natürlich auch wieder mit. Hier ist nochmal eine. Hast du die gefunden in den Lockern? Ich habe noch keinen Locker. Bing Sing, oh, Katana. War das gut? Physisch. Gar nicht. Ach, das hier. Ein bisschen was zu essen. Ja, Muni war hier noch ein bisschen drin, 762 und so, ich weiß nicht mehr genau. So, jetzt sehe ich mal einen locker gucken hier. Eine Hose. Wenn du Benzin findest, mitnehmen. Nee. Hose im Schrank ist da kein Benzin, oder? Nein, generell. Achso. Hast du am Zaun gerüttelt? Nein. Will da jemand raus? Vielleicht. Oder Nix. rein? Mann, eine Weste wäre geil. Zeig doch mal hier. Nüscht. So. Die kommt gleich Eine weg. Weste? Hab ich doch noch. Meine ist gleich hin. Die hab ich zu Hause rausgepackt. Eine Jute. Meine wahrscheinlich. Nein, du hast eine schwarze gehabt. Ich hab eine grüne rausgepackt. Die ich noch hatte.
So, dann bin ich soweit durch. Die Itaka werfe ich noch aus und meine anderen Waffen, die ich jetzt erstmal nicht brauche. Ein Kofferraum, oder? Ja, denke ich mal. So, und wenn du findest, so eine komischen Küchenmesser. Haben wir immer noch nicht, du das mal in der Hand weg. Ja, ich weiß, ja, ich weiß. Zwei Stück haben wir von und wir brauchen vier. Dann können wir endlich diesen Kochtisch, Küchentisch, was auch immer bauen. Mhm. Warst du auf dem Turm? Ja. Batterien, eine kleine neue nutzen. Okay. Sitzt du schon im Auto? Nee, ich stehe hinter dir. Hast du noch nicht gesagt, du willst ihn gerade rauspacken? Ja, mach ich jetzt. Achso. Ja, und zum Klamotten reparieren? Da brauchen wir doch bestimmt auch einen Tisch, wa? Ja. Ach, wir stellen erstmal Autochen zu Hause ab und bauen den Waffentisch. Achso, ich dachte, wir fahren jetzt wieder in Zone 2. Nee. Wir müssen es ein bisschen organisieren gerade hier. Weil Klamotten alle kaputt, Waffen kaputt. Warum hat mein Auto eigentlich so eine komische, kruzlige Farbe? Sieht so abgekratzt aus. Ja, muss ich das sieht doch schon immer so aus, oder? Ja. Waffentisch. Okay, okay. Dann kann ich ja meine Weste. Da können wir wenigstens die Waffen, die, die sehr gut sind, die für uns gut waren, können wir die wenigstens reparieren. Ja. Stimmt. Und diese komischen Waffenreparaturkits. Da haben wir ganz wenn man viele davon immer, genau, wenn man davon immer nur eins braucht, dann haben wir da echt eine Menge. Oh. Aber aus der Blinker ist nicht so schlimm. Ja, hoffentlich bleiben wir nicht wieder hängen. Oh. Der Wald, ne? Der Wald geht rein. Ah, ein bisschen muss. Kann ab, ist ein SUV. Sah nicht so aus. Oh je. Wärst du mal eine Straße gefahren? Dort so lange Straße. Jetzt wird noch ein bisschen holprig, aber. Gleich da. Uiuiui. Ui. Hause. So. Waffenstation. Ja, jetzt bloß die Frage, ob die. Hast du gesehen, wo heute den Helm reingepackt? Die Weste. So eine grüne. Mhm. Egal. Braucht die Strom bestimmt, wa? Dann stell die mal. Mhm. Hm, stell Lass die mal. Mich. Provisorisch. Provisorisch. Ja, nur provisorisch. Hier, kannst du die hier hinstellen, da wird Kochding ist. Nee, auch. Die kommt ja in der Küche nicht. Ja, erstmal kann er später noch woanders. Kann ich auch hier hinstellen. Ja, da ist kein Strom. Na, da wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Doch, hier ist doch das Batterieding. Der war hinten an der Wand geklatscht. Egal, nur zum jetzt gucken, mhm. Was wir machen können. Oh, schön sieht das aus. Okay, kannst du alles ja. reparieren, schön. Brauchst du die Waffe und zwei so eine Reparaturdinger immer. Aber leider kann ich meine, ist ja klar, Waffenstation heißt ja nicht Klamottenstation. Ja. Klamottenstation, wo braucht man denn sowas? Weiß ich nicht. Gibt es sowas?
Oh jo. Nehme ich stark an. Hier ist mein Sind so Gewehr. eine Noobs. Mein M16. Ich nehme erstmal alles mit. Ich trage jetzt so viel. Spielst das Spiel so lange, bist immer noch ein Noob. Ja, wir lernen ja auch erst. Also wir spielen ja hier nicht, um Hier irgendwas kann zu man Rüstung. zeigen. Achso. Kann man Rüstung bauen, aber dafür braucht man ja Aluminium. Oder eine Metalllegierung. Die können wir alles noch nicht bauen. Nee, aber ich möchte gerne meine Weste reparieren. Geht nicht. Das wäre schön. Ja, muss ja einen Klamottentisch geben, oder? Ja, ne? Finde ich auch. Was heißt denn Klamottentisch? Close Table? So einfach hätte ich das auch übersetzen können. Lithium-Batterien. Ach, wo baut man sowas? Bestimmt nicht an der Metallpresse. Metallbearbeitungsstation? So, pass auf. Ich repariere jetzt mein M16, weil ich von Anfang an so geliebt habe. Such dir das Beste raus. Also guck die anderen, die in Ja, den Kisten ich hab sind, das. durch und Ja, such ich hab das nur das. Beste. Das ist das, was ich aufgehoben habe. Aber das geht nicht. Wat, warum geht das nicht? Ach so, okay. An. Nein, hab schon an, hab schon alles. Ich freue mich ernst doll, dass ich sie gleich wieder habe. Die habe ich geliebt. So, die habe ich. Meins. Ja, Hauptsache die Werte sind in Ja, Ordnung. die sind dann. So, jetzt gucke ich, was ich noch habe. Nein, Waffe. So, M49. 249, M249. Welches ist davon am besten? 69, 70, 71. Okay, das recycle ich. Das entladen. Und das repariere ich. Dann habe ich die auch. Wieder. Sehr schön. Dann kann ich auspacken. Und zwar. Das. Die Schrotze behalte ich. Eine. Das. Ein Karabiner, ein AK-Kommando. Eine Schrotze. Mein neues. Mein neues altes. Repariert man das vielleicht einfach nur mit diesen militärischen Stoffen? Oh ne, da stand der Handwerksgegenstand. Man muss doch nähen können in dem komischen Spiel. Warte mal. Gib mir was zum Nähen. Also ich bin, vielleicht kann man doch nicht reparieren, aber ich bin der Meinung, das haben wir. Oder du hast mir das immer nur erzählt, Was? dass man die reparieren kann, die Klamotten. Nee, ich habe nur von Waffen gesprochen. Nee, Klamotten von weiß ich Klamotten nicht. auch. Zum Anfang, warte mal. Vielleicht unter Klei. Oder man gibt einfach mal Tisch ein. Handwerkssäge, Maurer. Werkbank, auch nicht. Waffenreparaturset, das haben wir. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, dann kann man die wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir wohl immer neue finden. Dann packe ich mir jetzt mal alle Schrotzen ein und kontrolliere mal, dass ich hier die beste rausnehme. Die brauche ich hier nicht. Mein Helm, Militärhelm, muss man doch reparieren können. Oder Tja. was? Irgendwo noch eine Schrotflinte, noch eine Schrotflinte. Schrotflinten haben wir viele. Das stimmt. Hier ist nochmal Waffen. Drei Waffenreparaturkits nur. So, Hosen Mehr habe haben ich wir auch nicht noch mehr? was. Ene ist noch Nur da drin. drei? Nee, hier hinten waren die irgendwo. Ich denke, das macht Sinn, nur umzuziehen. Aber dann müssen wir da drüben erstmal Platz finden und so gefährlich, wie es da drüben ist, Erstmal ist das fahren nicht wir so noch ein einfach. bisschen gucken. Krankenhaus ist, würde ich schon gerne noch mal machen, irgendwann. Also, da habe ich noch mal Bock zu, wenn ich nicht ganz so aufgeregt dazu bin.
Und so, jetzt bin ich erstmal klitschnass nach der Folge. Ja, Die das macht Geräusche. schon. Ich möchte schon gucken, ob da noch ein Werwolf kommt. Annie hört hat sich dazu. Bitte doch nur die Dinos, die so. Ach nee, die haben gebrüllt, ne? Ja, die Dino haben auch anders gemacht. Tja, was machen wir? Jetzt fahren wir erstmal wieder los. Dann brauche ich noch eine Lampe und, was hatte ich gesagt? Weiß nicht. Ah, wir müssen noch zur Tanke. Ich brauche unbedingt Sprit. Okay. Okay, guck mal im Kofferraum. Wir lernen das mal aus und dann machen wir eine kleine Tankstellentour und den Rest müssen wir mal gucken. Er kraucht hier. Okay, dann sehen Du. wir uns gleich wieder. Erstmal an der Tanke. So, da sind wir wieder. So. Was wollten wir? Ach, Benzin. Genau. Cool. Oh. Ja, komm her, geh. Nimm nicht die Waffe. Doch. Zapfsäule. Also ich bin ja direkt rangefahren an die Zapfsäule. Hier ist Benzin, ich Ah, es mein's. war mir zu heiß mit dem Splitter hier auf dem Geländer. Gut. Nimm alles. Nimm alles. Steht hier noch was rum? Wasser? Ah, scheiße, nehme ich noch mit. Endlich ringet es mal. Hatten wir schon lange nicht mehr. So, könnten wir eigentlich noch mal gucken nach dem Küchenmesser, oder? Ja. Thunfischdose, Wasser, das ist okay. Nudeln, Käsescheibe brauchen wir nicht. Essig, Säge. Nein, elektrischer Draht, vielleicht doch. Ah, elektrischer Draht immer. So, dann packe ich das mal ins Auto. Hier liegt noch ein Leuchti. Ein grüner. So. Viel ist es nicht. Wie viele sind nicht? Sprit? Benzin. Aber meine war voll, die Säule. Kann man jetzt fahren, das Auto? Was kann man nicht? Nee. So, ja. Denn? Das Gammelschild schon immer hier? Oh, Besuch. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Was lässt denn hier Stofffetzen? Okay. Kraucht da einer rum? Oh, er ist wieder weggegangen. Regen. Hey, Kumpel! Machen wir jetzt? Jetzt machen wir uns wieder auf Richtung Gate und 202 wahrscheinlich. Oh, nee. Gib alles! Ja, und dann kicken wir mal auf unserer nächsten Erkundungstour, ob wir vielleicht auch gleich einen schönen Bauplatz finden für uns. Das wird nicht immer Ja, so weit haben. Upsala. zentral ist er relativ in der Riesenzone 2. So, oh. Wird mir ein bisschen übel von deinem Fahrstil. Einfach nicht hingucken.
Ach du Scheiße. Was muss er können. Kann er ja auch immer. Suf. Hoppa. Das geht doch schief hier. Gleich brennt es wieder. Ah, ich hab noch Eisenplatten bei. Wir sind zu weit links. Am Busch oder was? Am Busch. Na klar, am Busch. Hör auf. Alter, was machst du denn? Ah doch. Du fährst doch. Der Auto soll fahren. Der wollte da nicht hoch. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Also Ego-Perspektive wäre schon schön. Fährst durch einen Baum, also durch einen. Ach du Scheiße, ey. Alle drei einen Baum, den triffst du. Ja, aber ich fahre ja und hab die Bäume vor mir sicht. Ach so. Und nun stehen wir hier. Ja, wir sind hier rechts oder links. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. War bei dir immer so. Ja, aber so sind wir noch nie gefahren. Doch, immer. Nee. Fahren immer querfeldein. Aber nicht hier lang, am Krankenwagen vorbei. Du weißt doch nicht, wo wir sind. Doch, jetzt schon. Oh je. Jetzt will ich wohl vorbei. Ist doch wieder freikloppen. Nee. Die sind doch nicht wieder da. Oh, jetzt hast du aber hier. Ja, ja, ja. War, ich wollte immer gucken, was da kann. In der Kurve. Oh, doch. Ah. Das war ordentlich, genau. Da noch nie hin. Den Heiko noch nicht angepeilt. Mucke. Wie ist bitter? Ich seh den. Da. Noch was Schönes drin? Muni? Kann man Muni nochmal nachgucken? Ich bin auf dem Turm. Der Locker hier ist immer leer. Immer. Immer. Wir machen doch nicht extra auf. Ah, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Munikisten ist überall noch was drin. Falls du nochmal stöbern willst.
Da, das macht Bucht, der und 7-6 vor drin. Oh, und endlich mal eine Schrotflinte. 40 Schritte nach Handwerksgegenständen. Okay. Eine Solarzelle. Den Rest. Guck hier nicht nach. Könnte mal wieder aufhören zu regnen. Hat doch gerade erst angefangen. Zwei Solarzellen. Vielleicht auch ein kurzer Schauer. Knapp. Oh. Oh. So. Dann ab in den Car. Ja, gut. Carparts. Was machen wir? Wir fahren jetzt alleine in 202 und entdecken mit euch in der nächsten Folge die nächste Location. Die rechte Seite. Komplett alle durch. Oh, das ist schon wieder zu, der Tor. Ich muss drin bleiben, du bist schon draußen. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut da rein. Ciao.